das jeden Tag machen. Zweimal am Tag. Am Anfang eine halbe Stunde am Morgen und eine halbe Stunde am Abend. Und am Abend ein bisschen reflektieren über unseren Tagesablauf. Dann wird sich unser Leben zum Besseren wenden. Das muss. Das kann nicht anders sein. Das ist dasselbe, wie wenn wir unseren Körper waschen, dann fühlen wir uns einfach viel wohler. Lassen wir unseren Körper ständig verdrecken, jeden Tag immer mehr Dreck, dann fühlen wir uns jeden Tag unwohler. Und dann nehmen wir eine Dusche und dann fühlen wir uns nach dem Bad oder nach der Dusche, wenn der ganze Dreck und der ganze Schweiß und der ganze Gestank vom Körper weg ist, dann fühlen wir uns ja auch besser. Und was glaubt ihr jetzt, wenn ihr den Geist zum ersten Mal wascht, wie gut ihr euch fühlt? Den Geist, wann habt ihr denn letztes Mal gewaschen? Vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren, ihr wisst es nicht. Wenn der Geist gewaschen ist, dann fühlt er sich ist er harmonisch, ist er vollkommen zufrieden, ist er vollkommen in Ruhe und es kann ihn praktisch nichts bewegen. Es führt ihn nicht in Unruhe. Und wenn wir die Meditation gemacht haben, wenn wir sie egal nun, ob es hier ist oder zu Hause ist, dann reflektieren wir, bevor wir die Augen aufmachen. Schauen wir nach, was haben wir gemacht in der Meditation, wie ist sie gelaufen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Und dann versuchen wir die Dinge, die nicht so gut gelaufen oder die schwierig waren, das nächste Mal in Angriff zu nehmen. Und wenn wir am Abend die Reflexion machen, dann schauen wir durch unser Leben, dann schauen wir durch unseren Tagesablauf durch. Schauen, wo wir achtsam gewesen sein, wo wir geistesgegenwärtig gewesen sind, wo wir sattig gewesen haben und wo nicht. Wo haben wir das am Morgen, als wir aufgestanden haben, als wir uns gewaschen haben, als wir das Frühstück zubereitet haben, was haben wir da gemacht, was haben wir da gedacht, als wir gegessen haben, was haben wir da gemacht, was haben wir da gedacht und so weiter und so fort den ganzen Tag durch. Und dann sehen wir nämlich, wo die Dinge schief laufen und wo die Dinge gut laufen. Und dann werden wir die Dinge, die schief laufen, in Angriff nehmen und eben nicht mehr schief laufen lassen. Das geht nicht von heute auf morgen, dann brauchen wir genauso Geduld wie bei dem Buddha, genauso Geduld wie bei der Meditation, dann müssen wir jeden Tag uns vornehmen, diese Dinge in Angriff zu nehmen, die in unserem Leben einfach schief laufen. Und dann kann das sein, dass das Wochen oder Monate oder vielleicht sogar ein Jahr dauert oder zwei Jahre dauert, bevor wir die Griff diese Dinge, die ständig nur unheilsame Dinge aufwirft, in den Griff bekommen. Das ist der ganze Sinn und Zweck erstmal für uns jetzt der Meditation, unser Leben in den Griff zu bekommen, den Geist, der außer Kontrolle geraten ist, unter Kontrolle zu bringen. Was ist ein Geist nutzt? Wozu, wo ist ein Geist Nutze, wenn wir den nicht unter Kontrolle haben? Und unter Kontrolle heißt es, einmal für eine halbe Stunde hinsetzen und uns auf einen Punkt konzentrieren. Wenn wir das nicht können, heißt das, unser Geist ist nicht unter unserer Kontrolle. Also unter welcher Kontrolle ist er denn eigentlich? Er ist unter der Kontrolle von Avijja oder den Handlangern von Avijja und das sind die Kelesas. Die Kelesas, die wir normalerweise in Form von Gier und Hass kennenlernen. Gier und Hass und dann auch teilweise Unwissenheit. Das ist das, was wir kennen. So, haben wir dann reflektiert über unsere Meditation, dann können wir uns auch langsam unsere Augen öffnen. Und dann, wenn wir tief in der Meditation drin waren, dann erinnern wir uns, wo wir gewesen sind, wo wir uns hingesetzt haben. Nicht, dass wir plötzlich geschockt sind und gar nicht mehr wissen, wo wir sind. Kann nämlich auch manchmal passieren. Dukkha ist das, was uns zur Meditation bringt, meistens zur Meditation treibt. Dukkha heißt nichts anderes als diese Rastlosigkeit, diese Unruhe in diesem Geist. Diese Unzufriedenheit, diese Langeweile, dass uns ständig irgendwas stört. Das ist nichts anderes als Dukkha und das ist auch die erste edle Wahrheit. Der Abende Buddha hat uns vier edle Wahrheiten gegeben und die erste edle Wahrheit, die trifft ins Schwarze. Wir haben Dukkha. Und wir haben Dukkha nicht nur einmal am Tag, sondern im Grunde genommen haben wir ständig Dukkha.
Da tut uns was weh, da schmerzt was, da passt uns was nicht, da sind wir unzufrieden, da ist es uns langweilig, irgendetwas ist ständig da. Und wie können wir dann zufrieden sein, wie kann unser Tag dann zufrieden sein, wenn ständig dieses Dukkha da rein vorwärts? Und wenn man mal ausnahmsweise oder aus Versehen mal irgendwie einen freudigen Moment am Tag gehabt haben, dann macht es im Grunde genommen unseren ganzen Tag, dann baut es uns den ganzen Tag ab. Haben wir einmal am Tag 5 Minuten mal ein freudiges Erlebnis gehabt, dann erinnern wir uns den ganzen Tag und schon sind wir ein ganz anderer Mensch. So wenig brauchen wir eigentlich im Grunde genommen zu unserem Glück. Einen Moment von Zucker, was genau das Gegenteil ist von Dukkha, das macht schon unseren Tag. So. Jetzt wissen wir ungefähr, und da braucht sich nur jeder an sein Leben erinnern, wie viel oder an den heutigen Tag, wie viel Dukkha er geschluckt hat. Und morgen wird es dasselbe sein und übermorgen wird es dasselbe sein, wenn man dem nicht irgendwie Einhalt gebieten. So. Einhalt gebieten, um dem ganzen Einhalt gebieten zu können, da müssen wir wissen, was ist die Ursache für unser Dukkha. Und die Ursache ist nichts anderes als unser Wille. Als das Wollen, das ständige Wollen, dies zu haben oder dieses zu sein oder dieses zu werden oder dieses nicht zu sein, dieses nicht zu werden oder dieses nicht haben zu wollen. Es ist im Grunde genommen diese Anhaftung an die Dinge, die wir draußen sehen und unbedingt haben wollen und in den meisten Fällen gar nicht erreichen. Und die andere Seite ist es, dieses Nicht-Haben-Wollen. Wir werden mit Situationen konfrontiert, die wir gar nicht uns wünschen. Im Grunde genommen läuft unser Leben ab, indem wir ständig hinter den Dingen herrennen, die wir gerne haben wollen, aber nicht erreichen können, und den Dingen, von denen wir gerne fortlaufen würden, aber gar nicht fortlaufen können, weil um jede Ecke sehen wir sie wieder. Wir rennen fort und dann in nächster Ecke lugen sie wieder hervor und dann lugen sie wieder hervor, so lange, bis wir uns mit ihnen auseinandersetzen. Also das Problem für unser Dukkha ist dieses Wollen, dieses ständige Wollen, diese Anhaftung oder dieses Gier nach Sinnesbefriedigung oder das Negative dann, das Nicht-Wollen. Und wie viele Dinge wollen wir denn nicht, ne? Diese Person wollen wir nicht sehen, jede Situation wollen wir nicht erleben, das wollen wir nicht werden oder jenes wollen wir nicht werden. Und wenn wir alt werden, dann wollen wir auch nicht mehr sterben. Ne? Wir sind geboren worden und wir werden sterben. Und wenn wir geboren worden sind, dann werden wir alt, dann werden wir krank und zum Schluss müssen wir sterben. Und wenn wir gestorben sind, dann werden wir neu wiedergeboren. Und so weiter und so fort. Und dann werden wir wieder alt, wieder krank und sterben wieder. Und das haben wir ungefähr nicht nur zum ersten Mal durchgemacht, sondern das haben wir schon Millionen von Male durchgemacht. Und wir haben immer noch nicht genug. Das befriedigt uns immer noch. Wir wollen immer noch ein neues Leben. Wir wollen genauso wie wir in dieser Welt das versuchen wollen, jenes versuchen wollen. Da wollen wir nochmal hin. Jetzt wollen wir nochmal nach Frankreich, jetzt wollen wir nach Italien, jetzt wollen wir nach Spanien oder nach Asien oder Amerika oder was auch immer. Ne? Das haben wir noch nicht gesehen. Und wenn wir die ganze Welt gesehen haben, dann wollen wir in den Weltraum. Ne? Dann wollen wir zu dem Stern oder zu jenem Stern. Und wir kriegen im Grunde genommen nicht genug. Weil jedes Wollen führt zu noch mehr Wollen. Das hört nicht auf. So, das ist die zweite der edlen Wahrheiten, die Ursache für unser Leid. Oder die Ursache für unser Druck. Die dritte der edlen Wahrheiten ist im Grunde genommen ziemlich einfach. Oder es ist im Grunde genommen eine freudige Aussage. Es gibt ein Ende von diesem Dukkha. Und die vierte edle Wahrheit beschäftigt sich mit dem, was zum Ende alles Dukkas führt. Und das ist nicht... Das war nicht gut. Wenn ich einen Vortrag halte, dann bitte ich euch, dass ihr versucht, ruhig zu sein, weder trinkt, weder esst, noch irgendwas sonst macht. Ne? Sondern, dass ihr wirklich mit dem Herzen lauscht. Ihr könnt auch die Augen zumachen und lauschen. Wenn das dann, und
auch bitte keine Fragen stellen. Und wenn ich dann sage, okay, jetzt könnt ihr Fragen stellen, dann könnt ihr von mir aus trinken oder das machen. Aber jetzt versucht euch ruhig zu halten. Doro war ich stehen geblieben bei der vierten edlen Wahrheit, der Weg, der zum Ende des Dukkhas führt. Na wunderbar. Der Weg, der zum Ende des Dukkhas führt, besteht aus drei Säulen. Die erste Säule heißt Sila. Was ist Sila? Sila sind die fünf Tugendregeln. Was sind die fünf Tugendregeln? Die fünf Tugendregeln sind fünf Übungsregeln, uns zu üben. Uns zu üben in der ersten Tugendregel, keinem Lebewesen Leid zuzufügen. Die zweite Tugendregel ist, nichts zu nehmen, was einem nicht gegeben worden ist. Die dritte Tugendregel, und das wird die schwierigste für uns sein, nicht zu lügen, keine unlautere Rede zu führen, keine unwahre Rede zu führen, keine harte, keine beleidigende Rede zu führen und auch keine kritisierende Rede zu führen. Das dürfte uns am schwierigsten fallen. Die anderen Menschen nicht zu kritisieren, weil in den meisten Fällen verletzen wir sie damit. Die vierte Tugendregel ist sexueller Missbrauch. Das heißt, habe ich einen Partner, dann bin ich dem Partner treu. Bin ich in der Ehe, dann bin ich dem Ehepartner treu. Ich benutze sexueller Missbrauch, heißt nicht, jemand aufgrund meiner Position, meiner Autorität oder meines Geldes oder meiner Macht oder was auch immer, jemand anders sexuell zu benutzen. Das ist sexueller Missbrauch, jemand zu benutzen für seine eigene sexuelle Befriedigung. Das inklusiv ist da oder eingeschlossen ist damit auch der sexuelle Verkehr mit Tieren. So, das ist der sexuelle Missbrauch. Und die fünfte der Tugendregeln, kein Alkohol, keine Drogen, alles das, was unsere Geistesgegenwart einschränkt. Das, was uns die Achtsamkeit nimmt, das, was uns müde und betäubt, das sind Drogen und Alkohol. So, das sind die fünf Tugendregeln, das ist eine Säule der Praxis, die uns rausführt, die uns hilft, rauszuführen, zum Ende von allem Dukkha zu kommen. Nicht nur, dass es eine der Säulen ist, sondern im Grunde genommen ist es auch für uns, für unser Leben, ist es ein Schutzwall. Der Ahana Buddha hat den Laien im Grunde genommen diese fünf Tugendregeln gegeben und hat gesagt, das ist euer Pass. Wenn ihr diese Tugendregeln einhaltet, behaltet ihr euren Pass und könnt als Mensch wiedergeboren werden. Haltet ihr sie nicht ein, dann verliert ihr für eine geraume Zeit, je nachdem der Schwere des Nicht-Einhaltens, verliert ihr euren Pass und müsst in den unteren Bereichen. Und die unteren Bereiche fangen mit dem Tierreich, mit dem Geisterreich, Dämonenreich und Höllenreich an. Ne? Dann verlieren wir für unsere Zeit, genauso wie wenn wir gegen ein Gesetz vorgehen, dann verlieren wir unsere Freiheit für eine gewisse Zeit, oder wenn wir beim Autofahren wenn wir Alkohol trinken, dann verlieren wir unseren Führerschein halt für eine gewisse Zeit. Ne? Dann dürfen wir halt nicht mehr Auto fahren. Und so ist es da mit diesen Schutzregeln im Grunde genommen, diese fünf Schutzregeln. Sie beschützen uns davor, dass wir runterfahren. Und sie geben uns die Erlaubnis, den Pass, ist es im Grunde genommen der Pass, dass wir wieder als Mensch zurückkommen dürfen. Das sind die fünf Schutzregeln und sind natürlich auch in dem Weg, der zum Ende alles Dukkhas einführt, eingebunden. Ohne diese kommen wir nicht weiter. Die zweite Säule von der Praxis ist die Säule des Samadhis. Das, was wir gerade geübt haben, es ist die Konzentrationsfähigkeit und Achtsamkeit oder Sati, auch das ist ein Pali-Begriff, Sati heißt das, das heißt Achtsamkeit, das heißt aber auch Gegenwärtigkeit, das heißt auch Gewahrsamkeit oder Geistesgegenwart. Ein ganz klarer Geist, der sieht, was passiert. Dieser klare Geist sieht zum Beispiel, es ist ein Gedanke gekommen, oder ist eine Erinnerung hochgekommen, oder es ist ein Gefühl hochgekommen, oder es ist irgendwie ein Sinnesbewusstsein hochgekommen. Das sieht er ganz klar. Er reagiert nicht. Das andere ist dann alles im Zusammenbau. Sati ist einfach, es nimmt nur einfach wahr. Das ist wie, sagt, okay, da ist was angekommen, zack, das ist ein Gedanke oder das ist eine Erinnerung oder
und so weiter. Das ist das Samadhi, das ist beides. Und das ist das, was wir üben. Wenn wir immer wieder unseren Geist auf das Brutto ausrichten, dann üben wir erstens mal Konzentrationsfähigkeit, die Fähigkeit, uns auf einen Punkt konzentrieren zu können. Das ist im Leben genauso wichtig wie in der Meditation. Wir müssen uns konzentrieren können auf unsere Arbeit. Wenn wir zum Beispiel studieren und ein Buch lesen, vor allem bei einem Subjekt, das uns nicht so interessiert, dann sind unsere Gedanken ständig irgendwo anders. Anstatt dass wir uns eine halbe Stunde, und wir müssen die Seite, die wir gelesen haben, 20 oder 30 Mal lesen. Weil wir einfach, weil das Thema uns nicht interessiert, und dann weichen unsere Gedanken ständig ab. Und wir lesen die Seite über und über. Und wenn wir dann uns hinsetzen und konzentrieren, dann haben wir die Zeit in 10 Minuten gelesen und haben sie auch verstanden. Das ist die Fähigkeit, sich zu konzentrieren. Sati ist die Geistesgegenwart. Sati ist die Geistesgegenwart. Ohne Geistesgegenwart kriegen wir nichts mit. Dann läuft unser Leben praktisch neben uns. Ne? Wir sehen uns, ne? wir sehen unser Leben, wie das neben uns abläuft. Wir wissen überhaupt nicht, wer uns da befiehlt, dass wir das mögen oder das wollen oder das erreichen wollen. Das wissen wir gar nicht. Weil wir kein Sati haben. Weil wir einfach nicht diese Geistesgegenwart haben, die sagt, na, aha, okay, ein Gedanke ist hochgekommen, eine Erinnerung ist hochgekommen oder Körperbewusstsein ist hochgekommen. Und wenn wir das nicht haben, dann läuft unser Leben ab. Wir wissen überhaupt nicht, wer da die Regie führt. Kennen wir den Buddhismus oder kennen wir die Lehre des erhabenen Buddha, dann wissen wir, dass Avijja die Regie führt. Und Avijja ist das, was uns im Griff hat. Und Avijja ist das, was uns von einem Leben ins nächste Leben schmeißt. Avijja ist das, was uns in die Hölle fahren lässt. Oder das, was uns im Geisterreich enden lässt, oder das, was uns im Tierreich enden lässt, oder das, was uns zurückbringt zum Menschenreich, oder auch in den Himmelreich. Das ist die Kraft von Avijja. Und diese Macht ist das, was uns bestimmt. Und wenn ihr keine Kontrolle habt über den Geist dahin zu setzen, wo er bleiben soll, und gerade eben haben wir Meditation gemacht und haben auf das Brutto gesetzt, und dann seht ihr mal gleich, wie viel Kontrolle ihr über euren Geist habt. Ziemlich wenig. Der Geist geht ständig weg. Ne? Darüber will er nachdenken, an das will er sich erinnern. Und er kriegt überhaupt gar nicht mit, dass diese Dinge, an die er sich erinnern will, gar nicht in seiner Kontrolle sind. Dass die Erinnerungen einfach hochkommen, ob er das will oder nicht. Wir haben so wenig Kontrolle. Die Gefühle. Schauen wir uns doch nur mal unsere Gefühle an. Welche Kontrolle haben wir denn über diese? Wenn wir ein schönes Gefühl haben wollen, kommt das dann? Wenn ein schlechtes Gefühl ist und dann sagt man nur, das schlechte Gefühl, das gefällt mir nicht, jetzt möchte ich aber ein schönes Gefühl, kommt dann ein schönes Gefühl? Haben wir denn überhaupt Kontrolle über unsere Gefühle? Haben wir denn überhaupt Kontrolle über unseren Geist? Merken wir das eigentlich, dass irgendjemand anders Kontrolle über unseren Geist hat? Oder Kontrolle über diese 5 Gruppen, die ich erwähnt habe, diese 5 Gruppen oder die 5 Khandas in Pali, das sind die Gruppen des Körpers, das ist die Gruppe von Gefühl, das ist die Gruppe von Erinnerung und Assoziationen, das ist die Gruppe von Denken und Bewusstsein. Wer hat denn jetzt Kontrolle darüber? Goethe sagte schon mal so schön, 2 Seelen wohnen ach in meiner Brust. Ne? Und da hat er genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Ne? Und meistens haben wir überhaupt keine Kontrolle. Schaut doch euer Leben an, wie viel Kontrolle ihr habt. Setzt euch nur mal 10 Minuten oder 15 Minuten hin. Diejenigen, die gerade eine halbe Stunde meditiert haben, die wissen das, wie viel oder wie wenig Kontrolle sie über ihren Geist haben. Ja? Und was heißt das? In dem Moment, wo wir keine Kontrolle, wo wir eben nicht wieder zurück zum Putter springen, hat jemand anders Kontrolle über uns. Und dieser andere ist nichts anderes als Avijja. Und es löst uns ständig ein, was wir zu wollen haben müssen oder was wir zu tun haben lassen oder dieses oder das, was wir uns kaufen müssen, was wir unbedingt brauchen, was unbedingt wichtig ist, was wir nicht mögen, was schrecklich ist, was schön ist und so weiter und so fort. Ständig bestimmt es unser Leben.
Im Grunde genommen, wenn ihr da mal ein bisschen länger meditiert, werdet ihr das merken, das ist im Grunde genommen wie ein Kommentator. Ein Kommentator im Fußballfeld, ne? Der ständig das kommentiert, was da auf dem Fußballfeld abläuft. Ja, habt ihr denn keine eigenen Augen und eigenen Ohren? Ihr sitzt auf dem Fußballplatz und seht es doch alles. Aber da braucht er immer einen ständigen Kommentator und sagt, jetzt ist das los, jetzt ist das los, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich dieses Gefühl, das ist gut und das ist nicht gut, ne? Im Grunde genommen ist das nichts anderes, als ob er ständig das Radio laufen hat, ne? Dieses im Grunde genommen KBC, Kilesas Broadcasting Company, die ständig euch sagt, was ihr erlebt. Als ob ihr das nicht wissen würdet, was ihr erlebt. Ha? Ist es euch schon mal aufgefallen? Dass da ständig jemand im Kopf euch sagt, was ihr gerade tut oder was ihr gerade macht, was ihr gerade erfahrt, was ihr gerade fühlt und so weiter. Ständig muss da jemand da dazwischen reden, ne? Als ob man das nicht wissen würden, dass ein Gefühl aufgetaucht ist. Als ob man das nicht wissen würden, dass ein angenehmes Gefühl auftaucht. Aber als ob man das nicht wissen würden, dass ein unangenehmes Gefühl auftaucht. Ständig muss da uns jemand rein vorwerken. Ne? Und das ist nichts anderes als diese zweite Seele, die in unserer Brust wohnt. Ne? Das ist das Avijja. Oder ihr könnt es auch mit Dunkelheit bezeichnen. Das ist ja wurscht. Ihr könnt es aber auch mit dem Meister der Verführung bezeichnen. Das ist auch richtig. Oder dem Magier. Oder dem Illusionisten, ne? Wie es im Österreichischen heißt, also Magier heißt der Illusionist und im Grunde genommen, er baut eine Illusion auf von den Dingen, die überhaupt gar nicht da sind. Wenn man nämlich durchschauen, dann sind die gar nicht da. Wo immer wir auch unsere Geistesgegenwärtigkeit hinrichten, da verschwinden diese Dinge, da verschwindet diese Illusion und wir sehen die Dinge so, wie sie sind. So. Und das ist der Grund, warum wir im Grunde genommen das Sati üben müssen, dass das Samadhi üben müssen. Und wenn wir das nicht üben, dann werden wir nie Kontrolle über euren Geist finden. Ne? Dann wird euer Geist ständig mit euch machen, was er will, ne? Nicht was ihr wollt. Ne? Ihr braucht euch nur für eine halbe Stunde hinzusetzen und sagt, jetzt in der nächsten halben Stunde will ich auf dem Buddha bleiben oder meinen Atem beobachten. Und dann werdet ihr merken, das dauert keine halbe Sekunde und dann ist euer Geist schon wieder weg. Da will er es nämlich nicht. Ne? Dann habt ihr nämlich keine Kontrolle. Erst dann, wenn der Geist mal für 10 oder 15 Minuten auf demselben Punkt bleibt, ohne davon zu witschen, ohne auszubüchsen, dann fangt er an, so langsam Kontrolle über euren Geist zu gewinnen. Im Grunde ist es ja schade, ne? Der Geist ist ein sehr powervolles, ein sehr mächtiges Instrument. Und wir geben ihn ab an eine andere Macht, die im Grunde genommen uns versaut. Die uns grundsätzlich immer wieder in dieses Dukkha stürzt, ne? Weil ihr habt ja das Dukkha. Ihr habt ja diese Unzufriedenheit ist ja ständig an euch da. Diese Unruhe ist ja ständig in euch da. Und wer bereitet es? Nichts anderes als Avijja, nichts anderes als dieses Wollen, das euch bestimmt. Jetzt liegt es dann nur an euch, ne, zu sagen, jetzt möchte ich mal Kontrolle haben. Ne? Den kleinen Daumen hochzustecken, ich will auch mal, ne? Ich will auch mal ein bisschen was über mein Leben bestimmen können und nicht nur die andere Kraft. Die Kraft der Macht, die Macht der Dunkelheit ist das, was uns im Griff hält. Vielleicht haben wir das noch gar nicht gemerkt. Vielleicht haben wir das noch gar nicht realisiert. Und deswegen müssen wir uns einfach mal, um das realisieren zu können, müssen wir uns einfach mal hinsetzen und zu meditieren. Und dann kriegt man nämlich das ganz schnell mit, dass wir nicht Herr im Hause sind. Sondern dass wir einem Tyrann unterliegen. Und dieser Tyrann oder dieser Magier oder dieser Illusionist ist nichts anderes als Avijja, der uns in diesem Universum die Macht über dieses Universum hat und da festhält. Und der will auch nicht, dass wir ausbrechen. Der will auch nicht, dass wir aus seiner Macht ausbrechen. Und genauso wie jeder Tyrann hat er seine Mittelchen und Wege, um uns von dieser Meditation, um uns von dieser Arbeit, ihn zu entmachten oder ihn zu entthronen, fernzuhalten. Und das Einfachste, das was jeder von euch kennt, sind Sorgen, Nöte und so weiter. Angst, Alleinsein, ne? Und dem geben wir immer wieder nach. Eine andere Form, die in der Meditation hochkommt, sind Schmerzen.
körperliche Schmerzen oder auch Angst oder Zweifel oder dies oder jenes. Ne? Er hat alles unter seiner Kontrolle. Im Grunde genommen haben wir ihm wie auf dem Altar unsere ganzen 5 Kantas, aus denen wir bestehen, haben wir ihm präsentiert. Und gesagt, bitte, quäle mich. Quäle mich, solange es geht. Und je mehr du mich quälst, umso besser ist es, wenn dann der Schmerz nachlässt, dann ist das so schön. So wie wenn wir mit dem Kopf gegen die Wand rennen, um dieses Erlösen des Schmerzes kennenzulernen. Das ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Und deswegen lassen wir uns immer wieder quälen. Wir lassen uns quälen, Tag ein, Tag aus. Ohne dass wir irgendwann mal auf die Idee kommen, dem ein Garaus zu machen. Wir kommen gar nicht auf die Idee, dass das eine andere Macht da in unserem Herzen ist. Wir denken, das, was wir denken, das sind wir. Aber wie viel Kontrolle haben wir denn darüber? Überhaupt keine. Die Gedanken, die reinkommen, sagen, das sind wir. Ja, aber den anderen Gedanken, die Gedanken, die wir nicht haben wollen. Ne? Und es ist ja so häufig, dass wir Gedanken, die wir nicht haben wollen, die kommen ja auch rein. Also können wir das doch gar nicht sein. Wir können doch nicht das sein, was wir beobachten können, oder? Ihr sagt ja auch nicht, die Butterstatue, die vor euren Augen sitzt, ihr seid die Butterstatue. Ihr seht sie ja mit euren eigenen Augen. Und wenn ihr näher hingeht, könnt ihr sie sogar tasten und fühlen. Aber ihr sagt doch nicht, dass ihr die Butterstatue seid. Eure Gedanken könnt ihr genauso sehen. Eure Erinnerungen könnt ihr genauso sehen. Wer ist es denn also, der diese Dinge sieht? Wer ist denn der weiß, dass der Schmerz Schmerz ist? Der Schmerz weiß nicht, dass es Schmerz ist. Gedanken wissen nicht, dass sie Gedanken sind. Erinnerungen wissen nicht, dass sie Erinnerungen sind. Nicht mal der Körper weiß, dass er ein Körper ist. Der weiß nämlich gar nicht. Ne? Ein Organ weiß auch nicht, dass es ein Organ ist. Na, wer weiß denn das alles? Ja? Das ist genau das, was Chitta genannt wird. Das weiß diese ganzen Dinge. Das weiß, dass ein Gedanke ist gekommen, das weiß, dass ein Gefühl ist entstanden, das weiß, dass das Gefühl vergeht und entsteht und vergeht und es im Grunde genommen nichts damit zu tun hat mit demjenigen, der das beobachtet oder der das weiß. Und das Buddha oder die Buddha-Meditation führt uns nämlich genau hin zu unserer wahren Natur, zu diesem, der weiß. Wenn wir das lange genug aufrechterhalten, dann kommen wir dahin. Dann müssen wir automatisch dahin kommen. Wenn wir unseren Gedanken, Erinnerungen, Gefühlen nicht mehr folgen, dann führt uns das Buddha nämlich genau zu dem Chitta. Und dann bleibt es nämlich stehen. Und dann merken wir, dass die ganzen Dinge, die um uns herum, die uns ständig belästigen, im Grunde genommen eine Illusion sind. Nichts anderes. Die hören nämlich dann auf zu existieren. Wups, wechseln. Unser Körper ist zum Beispiel weg, unsere Gefühle sind weg, das ganze Universum verschwindet. Und das Einzige, was da übrig bleibt, ist das Chitta. Ist dieses klare Wissen, das nicht um Objekte Bescheid weiß, sondern nur in sich selber ruht. Und es ist dermaßen ein wundersames Erlebnis, dass das niemand, der das erlebt hat, vergessen wird. Das wird sich sein ganzes Leben erinnern. Das ist etwas, was man nicht mehr vergessen kann. Aber dazu muss man halt sich die Anstrengung nehmen und bei dem Buddha bleiben. Wenn man da nicht bleibt, na, dann kommt man auch da nicht hin. Es gibt eine Zwischenstufe. Was ich gerade eben beschrieben habe, war das tiefe Samadhi. Und es gibt eine Zwischenstufe, die heißt Upachara Samadhi oder angrenzende Sammlung im Deutschen. Und das ist da, wenn endlich mal das Denken aufhört, wenn endlich mal die Erinnerung aufhören, ständig da rein zu vorwerken. Und das ist eine Ebene des Daseins, die normalen Menschen im Grunde genommen gar nicht kennen. Es ist nämlich jenseits der Welt der Gedanken. Es ist die Welt des Erlebens. Das hört noch gar nichts auf. Wir erleben einfach nur. Wir erleben einfach nur das, was wir denken. Und weder haben wir Ablehnung dafür, noch haben wir Zuneigung dafür, sondern das rollt im Grunde genommen vor unserem inneren geistigen Auge ab. Und es bringt so viel Zufriedenheit und so viel Glück und so viel Ruhe in unser Herz. Und dann, wenn wir da mal für ein paar Minuten, wenn wir da mal für eine halbe Stunde drin gewesen sind, dann merken wir, wenn wir wieder rauskommen, dass nichts anderes als die Gedanken und Erinnerungen sind, die uns die Not bringen.
die uns die Sorgen bringen, die uns die Angst bringen, die uns das Alleinsein bringen. Wie oft sind wir allein, die uns Furcht bringen, die uns in Furcht und Schrecken versetzen. Nichts anderes als diese Gedanken und Erinnerungen. Und das kann man im Grunde genommen ganz einfach. Die Arbeit ist so einfach. Die Anleitung ist so einfach. Buddha, 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 Buddha. Und alle unsere Sorgen verschwinden. Hass verschwindet sofort. Gier verschwindet. Alles verschwindet. Und wir sind nur zufrieden. Probiert es aus. Probiert es wirklich aus. Lernt es, trainiert es euch an. Und in den Momenten, wo ihr wirklich aufgebracht seid, macht ihr nur Buddha, 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 Buddha. Und nach 5 Minuten ist die ganze Aufregung vorbei. Und für Leute, die nicht schlafen können, im Grunde genommen, ist genau dasselbe. Wir können ja nicht schlafen, weil wir ständig denken. Weil wir das Denken nicht aufhören können. Wir können ja nicht von unseren Gedanken lassen. Wir müssen alles in unserem Geist klären. Und wenn wir denken und denken und denken und denken, ne? Und die Leute, die wirklich dann zum Schluss überhaupt nicht mehr das Denken aufhören können, ja, die werden verrückt. Die drehen durch, die knallen durch. Das sieht man bei den großen Philosophen, die versucht haben, mit ihrem Geist alles zu durchdringen und dann plötzlich nicht mehr aufhören konnten zu denken und die sind durchgeknallt. Ne? Und das Buddha ist genau das Umgekehrte. Ne? Das ist genau der Gegensatz. Wir hören mal auf zu denken, dann können wir nämlich nicht verrückt werden. Fertig, aus. Und unser Geist ist Ruhe und Zufrieden. Ne? Na, wunderschön. Aber das ist natürlich, am Anfang ist es nicht. Ist es nicht einfach? Im Grunde genommen, am Anfang ist es einfach der Kampf oder dieser Kampf gegen diese Staatsgewalt, die uns die ganze Zeit im Griff hat. Ne? Das sagt nämlich, jetzt will ich nicht meditieren. Oder den anderen sagt er, das bringt doch alles nichts. Ne? Und dann sagt man, ja, mein lieber Herr, du hast dir recht, es bringt ja alles nichts, jetzt höre ich wieder auf und füge mich deinem Druck, deinem Kommando. Und wenn wir da mal durchgehen und sagen, nein, du kannst mir sagen oder befehlen, was du willst. Ich mache das nicht. Ich mache jetzt mein Buddha. Dann muss er nämlich seinen Hut ziehen. Ne? Dann muss er nämlich gehen. Dann ist er nämlich weg vom Fenster. Ja? Und das ist unser Leben, wenn man zum Beispiel ins Upachara kommt. Da hat er nämlich keinen Einfluss drauf. Da hat er überhaupt keinen Einfluss drauf auf das. Da ist nämlich unser nur Erleben da. Und dann muss er sich ganz zurückziehen. Wenn wir ins tiefe Samadhi rauschen, wenn das ganze Weltsystem da untergeht, ne? Dann muss es sich vollkommen zurückziehen, dann hat er noch weniger Einfluss. Ne? In der Angrenzensammlung lauter noch im Hintergrund, ob wir nicht irgendwann mal doch wieder achtlos werden, und dann schnappt er uns sofort und sofort sind wir wieder draußen. Ne? Grund genommen damit ist alles gesagt. Ne? Ihr müsst es, das ist eure eigene Entscheidung. Ne? Ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt und er hat gesagt, nö, ich will Herr im Haus sein. Ne? Ich will nicht ständig das denken, was du mir vorgibst zu denken. Ne? Und sagen wir so im Sinne eines pubertären Revoluzers, ne? Der dann plötzlich nicht mehr auf die Eltern hören wollte. Ne? Und so wollte ich eben einfach nicht mehr auf meinen Geist hören. Und gesagt, nee, das glaube ich dir nicht. Ne? Was du mir da erzählst, das stimmt nicht. Ne? Na, und dann hat er mal angefangen zu wackeln. Ne? Und dann hat er gesagt, aha, du bist ja gar nicht fest. Das ist ja gar nicht so. Und dich kann man ja treffen, ne? Dich kann man ja vernichten, dich kann man ja unterminieren. Ne? Aber das kann man halt nur dann, wenn man erstmal lernt, die Kontrolle über den Geist zu kriegen. Ne? Und das ist natürlich harte Arbeit. Ne? Aber es gibt keine härtere Arbeit als diese Geistesarbeit. Ihr könnt machen, was ihr wollt in der Welt. Ne? So viel Geld verdienen oder nicht Geld verdienen oder hart arbeiten, im Bergwerk arbeiten. Und alles, was ihr schafft in dieser Welt, sind materielle Dinge. Ne? Und am Ende eures Lebens müsst ihr diese materiellen Dinge wieder abgeben. Tschüss. Und dann schaut er mit euren traurigen Augen darauf, und weil er von diesen materiellen Dingen nicht loslassen wollt, werdet ihr als hungriger Geist wiedergeboren, der immer noch auf diese Dinge schaut und immer noch nicht loslassen kann. Das ist nämlich eine Form von Anhaftung.
Eltern, die von ihren Kindern nicht loslassen können, ne? Die sie sich ständig bemuttern und bemuttern, bis, selbst wenn die Kinder 50 Jahre alt sind, ne? Oder 60 Jahre alt sind, oder 70 Jahre, wir haben ein Kindchen. Ne? Wenn meine Mutter das immer zu mir sagt, dann finde ich das immer so süß. Mein Bubele. Dabei bin ich schon lange ein erwachsener Mensch. Aber im Sinne meiner Wunder werde ich halt nie erwachsen. Bin ich halt immer das Kind. Und wenn sie nicht loslassen kann, dann wird sie dann halt als Geist wiedergeboren, wo sie ständig in meiner Nähe ist. Kann passieren. Denn, das hat mir einfach gesagt, ne? Das will ich doch mal sehen, wer der Herr im Haus ist. Ne? Und einfach was nicht. Ne? Also seit 20 Jahren habe ich daran gearbeitet und vor 15 Jahren habe ich dann als Mensch ordiniert und dann habe ich es dann wirklich richtig angegangen. Ne? Oder immer noch, beständig, hat es dann noch reingefroren. Nun wollte ich halt wissen, warum das da rein. Und was die Ursachen dafür sind. Und bin halt nach Thailand gegangen, weil hier im Westen gab es dann niemanden, der mir genau das sagen konnte, warum und wieso und weshalb. Ne? Und dann musste ich mich halt nach Thailand orientieren, zu den Meditationsmeistern, die es in Thailand gab. Und dann habe ich einen sehr guten gefunden und dann konnte mir das erklären. Und er hat mir dann auch den Weg erklärt, wie man diese Dinge in den Griff bekommt. Dass das keine einfache Sache ist, das ist doch ganz klar. Und das war nämlich der dritte Teil, die dritte Säule, die ich jetzt gerade ein bisschen angerissen habe. Heute werde ich die nicht erklären. Heute ist das Samadhi, ist das erstmal das Wichtigste. Das ist die Säule von Weisheit. Aber Weisheit hat nichts mit Wissen zu tun. Sondern Weisheit ist im Grunde genommen Einsicht oder Einsehen in die wahre Natur der Dinge. Und einsehen zu können, muss unser Citta das sehen können. Ne? Deswegen müssen wir unser Citta putzen, dass es mit seinem Licht nach außen strahlen kann und die Dinge mal anleuchten kann. Denn solange nämlich die Dinge im Dunkeln sind, ne, wenn ihr in euren Keller oder in den Dachbau geht, wo es dunkel ist, dann seht ihr auch nicht, was da drin ist. Ihr müsst nämlich auch erst das Licht anschalten, bevor ihr sehen könnt, aha, das ist der Schrank oder das ist ein Buch. Also wenn ihr das Licht nicht anschaltet, seht ihr nichts. Ne? Und das ist eben die Einsicht, die Weisheit, die durch Einsehen des Herzens kommt, durch das Einsehen des Chittas. Das Chitta sieht und erkennt und damit ist die Sache bereit. Es hat es einmal erkannt und es braucht es nicht mehrere Mal erkennen. Das weiß, das ist jetzt das, ne? Und jetzt ist es ganz für euch, ne, müsst ihr euch überlegen, was ihr mit eurem Leben anfangen wollt. Ne? Wollt ihr weiter dem Karma folgen? Weil das ist nichts anderes. Der Strom, der euch zieht, oder in dem Strom, dem ihr schwimmt, ist Karma. Was ist Karma? Karma ist Ursache und Wirkung. Ich mache was und es hat eine Auswirkung. Von der Physik her wissen wir das. Alles hat seine Auswirkungen. So. Und dieses Resultat kommt halt wie ein Bumerang zu uns zurück. Was auch immer wir gemacht haben, sei es gut oder böse, kommt zu uns zurück. Wie nach dem Prinzip, was du säst, das wirst du ernten. Hat der Bauer Kartoffeln gesät, dann wird er keinen Weizen ernten, oder? Hat der Bauer Hass gesät, dann wird er keine Liebe ernten, sondern Hass. Haben wir Liebe gesät, dann werden wir keinen Hass ernten, sondern Liebe. Haben wir Verständnis gesät, dann werden wir Verständnis ernten und keine Unwissenheit. Was auch immer wir ansehen, das werden wir ernten. Das ist nichts anderes als das Prinzip von Karma. Ursache und Wirkung. Oder mit dem deutschen Sprichwort, was du nicht willst, dass dir man tut, das füge auch keinem anderen zu. Wenn du nicht willst, dass man böse über dich redet, dann rede halt auch nicht böse über andere. Auch nicht hinter ihrem Rücken. Ne? Und das ist schwer. Wie gerne ziehen wir andere runter, um uns besser darstellen zu können. Jetzt
Wir müssen eins, wenn wir eins wissen oder wenn wir eins verstehen, dass wir hier als Mensch wiedergeboren worden sind aufgrund von Gier und Hass. Dass jeder von uns seine Portion von Gier hat und jeder von uns seine Portion von Hass. Und Gier ist alles von Wollen, von sich wünschen, von Wollen bis hin zum Nicht-Ablassen davon. Das ist Gier. Und Hass genau dasselbe. Von Ablehnung bis hin zum Hass, wo man da töten muss. Ne? Das ist alles Formen von Hass. Und was auch immer wir tun, es kommt auch immer wieder zu uns zurück. Wie ein Bumerang oder wie das, was du säst, das wirst du ernten. Und das, was wir jetzt gerade ernten, ist das, was wir früher gesät haben. Ob wir uns jetzt daran erinnern oder nicht. Ne? Das ist nichts anderes, das hat uns niemand anders angetan. Das haben wir uns selber eingebrockt. Und wie man es im Deutschen so schön sagt, die Suppe, die du dir einbrockst, die musst du auch auslöffeln. Ne? Das kann man doch, oder? Aber wer will denn die Suppe? Vor allem, wenn man sich nicht mehr daran erinnert, dass man sie sich eingebrockt hat, will denn natürlich niemand auslöffeln. Und deswegen suchen wir die Schuld immer bei den anderen. Sei es jetzt die aus unserem Bekanntenkreis oder aus unserem Familienkreis, und wenn es die nicht sind, die aus der Stadtregierung oder aus der Landesregierung oder aus der Bundesregierung, ne? Das sind immer die Schulden. Wir sind immer ganz, wie sagt man das, weiße Schafe. Ne? Wir haben Unschuldslämmer, sagt man. Wir sind immer die Unschuldslämmer. Immer sind die anderen die Schuldigen. Aber wir sind hier, jeder von uns, jeder Mensch, der hier geboren ist, hat Gier und Hass. Hat Gutes und Schlechtes. Hat Gutes sein und Schlechtes sein. Also braucht man auf den anderen gar nicht runterzuschauen. Wir können nämlich gleich bei uns anfangen und dann, wenn wir unsere schlechten Seiten alle ausgemerzt haben, dann schauen wir nämlich nicht mehr auf andere runter, sondern haben Mitleid mit ihnen, Mitgefühl. Weil wir wissen, wie sehr die unter ihren schlechten Seiten leiden. Wir fangen dann nicht an, andere zu kritisieren, weil sie so schlecht sind. Das zeigt nämlich nur, dass wir schlecht sind. Was wir in den anderen sehen, im Grunde genommen, ist nichts anderes als der Spiegel unseres eigenen Selbst. Wir können gar nichts anderes sehen. Weil das, was rauskommt, das, was wir projizieren, das ist ja das, was wir in dem anderen sehen. Deswegen sieht ja jeder, wenn wir einen Freundeskreis haben, sehen wir das ja, können wir das ja ganz klar sehen. Da ist eine Person, die wir nicht mögen, aber andere mögen sie. Also ist das ja unsere Projektion auf den Typen, ne? Das kann doch gar nicht der Typ sein. Das ist unsere Projektion. Was wir in den anderen sehen, ist nichts anderes als unsere eigene Projektion. Von unserem eigenen Gier und von unserer eigenen Hass. Das, was wir gerne haben wollten von dem Typen, wenn der das uns nicht gibt, na, dann mögen wir natürlich nicht. Na, das ist doch ganz klar. Und das, was er uns, und das, was er tut, und das wollen wir auch nicht haben, dann mögen wir erst recht nicht. Ne? Und dann sagt er so Dinge, die wir auch nicht hören wollen, und dann macht es uns noch richtig fuchsig. Aber andere verstehen sich mit dem ganz blendend. Ne? Das müsste uns doch schon mal irgendwann mal aufgefallen sein. Und dann müsste das eigentlich für uns eigentlich im Grunde genommen auch verständlich sein, dass so, wie wir den anderen sehen, im Grunde genommen nur die Projektion unseres eigenen Selbstes ist. Und da sehen wir es ziemlich klar. Aber das sich einzugestehen, das ist schwierig. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich das gesehen habe, das war verdammt schwierig. Ne? Ich musste drei, vier Stunden lang arbeiten. Nein, das hast du in dir. Das ist nicht das, was du da draußen siehst. Ne? Und dann such's mal. Dann hast du gesucht und gesucht und gesucht. Aber da war der Geist nicht willig. Ne? Das hat da wirklich Stunden gedauert, bevor ich das bei mir gesehen habe. Ja, siehst du? Hast du doch. Ja, alles klar. Jetzt kannst du es rausreißen. Weil beim anderen kann man es nicht rausen. Der andere kann nur sich selber verbessern. Wir können uns verbessern. Wir können die anderen nicht verbessern. Und dann ist im Grunde genommen unser Leben vollkommen einfach. Wie viel versuchen wir immer, andere Leute zu verbessern? Wie viele Leute sagen, dass sie sollen das tun oder jenes tun oder dieses tun oder das tun? Das fällt nämlich, die ganze Mühseligkeit fällt nämlich dann alles weg. Wir brauchen nämlich nur in uns zu schauen und bei uns sauber zu machen. Ne? Wie man so im Deutschen so schön sagt, kehr zuerst
vor deiner eigenen Tür den Dreck weg, bevor du vor den anderen auf ihren Dreck hinweist. Oder zieh den Splitter aus deinem zieh den Balken aus deinem eigenen Auge, bevor du den Splitter aus dem Auge des anderen entfernst. Ne? Wir haben dann schöne Tiefbalken da vor uns. Und das ist nichts anderes als diese, was dann auch dann die Verblendung genannt wird oder das Nichtwissen. Wir können einfach nicht sehen, solange wir dieses Avijja vor den Augen haben. Und das ist die ganze Malefix für unser Leben. Dieses, das, was uns ständig die Sicht auf das Wahre nimmt. Und dann müssen wir halt dann anfangen zu arbeiten. Wenn wir glücklich werden wollen. Das steht aber jedem frei. Wenn wir zufrieden werden wollen mit unserem Leben, wenn wir glücklich werden wollen, wenn wir keine Sorgen mehr haben wollen, dann müssen wir anfangen. Und es gibt leider keinen einfachen Weg raus. Ne? Wir müssen bei uns immer bei uns anfangen. Wir können nicht dem anderen sagen, er soll sich so verhalten, wie wir das gerne wünschen, sondern haben wir auch an ihm nichts mehr auszusetzen. Das funktioniert einfach. Das wissen wir in jeder Partnerschaft, wissen wir das. Ne? Kriegen wir doch immer mit. Ne? Wir können uns nur selber verbessern. In dem Moment, wo wir uns selber verbessern, verbessern wir automatisch die Umwelt. Ne? Die Leute reagieren nicht mehr so feindselig auf uns, sind viel freundlicher gegenüber uns und so weiter und so fort. Und die Dinge fließen uns mehr zu. Wir brauchen die gar nicht danach zu greifen. Ne? Wir kommen. Aber nur dann, wenn wir unseren inneren Widerstand aufgeben. Nur dann, wenn wir anfangen, uns zu verbessern. Dann verbessert sich auch unsere Umgebung und unsere Umwelt. Ich weiß, das ist nicht einfach. Aber wir können anfangen. Und wenn wir jeden Tag ein bisschen versuchen, ja, dann wird es auch irgendwann einfach. Wieso auch nach dem deutschen Sprichwort, ne? Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Also wir können das nicht. Auch mit der Kontrolle des Geistes kann man nicht von heute auf morgen. Weil Übung macht den Meister. Ne? Jeden Tag geübt und irgendwann, ne? Genauso wie wir in die Universität gehen. Ne? Wenn wir im ersten Semester gehen, dann verstehen wir noch lange nicht die Themen, die im achten Semester behandelt werden, oder? Nein, es wird eine Stufe wird zur anderen. Ne? Das ist ganz klar. Und so ist es in der Meditation. Und so ist es mit der Weisheitsuntersuchung. Ne? Aber da kann ich dann das nächste Mal ein bisschen mehr darüber sprechen. Und jetzt will ich euch eigentlich im Grunde genommen den Raum geben, da Fragen zu stellen. Ja? Wenn es noch Fragen gibt.